Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es noch werden wollen. Millennium Genius Pro 15 Minuten für die ganze Partie gegen Rebel X. 18 MHz Level 4 mit den schwarzen Steinen. Wir sehen die Wiener Partie quasi Standard, so wie ich das auch gespielt habe. Hier kann dich eher Springer C3 schlägt und dann BC3 schlägt. Der Rebel X out of book macht Läufer schlägt und hier, ja, Springer F3, er will natürlich nicht nehmen auf D5 den Läufer. Läufer nach C5, sehen recht hübsch aus, die Läuferdiagonalen. Während man sieht schon, wie sich das Brett hier durchbiegt von dem Genius Pro. Das quietscht so ein bisschen wie so eine alte Kommode, wenn man da die Züge macht. Vielleicht sollte man wirklich mit den Fingern die Züge ausführen, also nicht mit den Figuren direkt. Und jetzt, wir sehen, die Partie nimmt ihren Verlauf hier hochgerade. Schwarz ist komplett entwickelt, weiß nicht. Ja gut, bedingt wegen G3, Läufer G2. Turm AD8. Jetzt A3. Ich finde es nicht primär als schlechtes Gerät. Ein bisschen, die Drucksensoren sind ein bisschen schwergängig. Total optimal wäre es natürlich gewesen mit Magnetsensoren. Das Ganze hier, den Genius Pro. Dann wäre es wirklich ein schönes Gerät. Aber drucksensortechnisch und dann ohne LEDs. Das ist wirklich, geht quasi das Ganze über den Preis. Zumindest ist das Gerät ein starkes Gerät. Es ist immerhin der Genius von Richard Leng. Da kann man da nicht so meckern. Springer D4. Na, Läufer G2 natürlich nicht wegen Springer C2 und dann Fokus, Türme. Dame H5. Schwarz steht eigentlich recht aktiv, würde ich sagen. Dann A6 hier. Turm E3. Er möchte wohl F3 nochmal abdecken. Könnte ich mir vorstellen. Dann B5. Will die Bauernstellung aufknacken hier. Turm C1. König H7. Ich weiß gar nicht mal, wie die Partie ausgegangen ist, muss ich ehrlich sagen. Ich muss ja selber hier abwarten. Ich nehme ja immer Videos im Voraus auf, damit ich quasi ja was zum Hochladen habe. Und dann mache ich auch ein bisschen auf Vorrat, dass ich auf Vorrat Videos hochlade, damit, wenn man was ist, dass ich dann die Luft habe, quasi mal ein paar Tage keine Videos hochzuladen. Das ist ja quasi der Grund. Das habe ich ja gemerkt, als ich eine Woche Corona hatte. Da habe ich eine Woche keine Videos hochgeladen, aber ich hatte ja schon im Voraus aufgenommen. Sieht einfach wie ein Fernsehprogramm, wo man in die Zeitung reinsieht und dann sieht man quasi, die gehen ja immer 2 Wochen, diese Fernsehzeitschriften. Dann sieht man quasi, was in der Woche im Fernsehen kommt. So ungefähr könnt ihr das ja auch sehen. Also, das ist ja blankes Hobby für mich hier, dieser YouTube-Kanal. Deswegen kann man da schlecht erwarten, dass ich dann jeden Tag wirklich ich mache das ja sogar, jeden Tag Videos hochladen. Aber wie gesagt, dass ich habe ja so Luft quasi. Wenn mal was ist. Hier dachte ich eher mit dem Bauern nehmen, dass man dann eventuell mit Turmschachs dagegen halten kann. Mit Turm G7 Schach oder sowas auf Gegenspiel machen kann. Deswegen hätte ich eher die G-Linie geöffnet. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht gab es auch einen Grund, den ich jetzt hier. Ach, Dame H6 schlägt war das. Natürlich nicht mit dem Bauern schlagen. Okay. Dame D1 Schach. Ja, Rebel X. Oder wie der, glaube ich, auch mal hieß. Bestimmt ungefähr das gleiche wie Schröder, Rebel Porteros. Der hat ja auch mehr Kilobyte. Der hatte nicht 32 Kilobyte wie MM4 zum Beispiel, sondern ich glaube 54. Ja, Turm H4 greift die Dame an. H6 neigt zur Schwäche. Jetzt droht auf H6 geschlagen zu werden. Weiß ich, ob er jetzt schon gehen nach H5. Jetzt deckt er sich das ab. Meine Güte, das ist aber schon genauso spannend für mich. Aber ich gefühlt würde ich sagen, war das die Gewinnpartie. In irgendeiner Partie hatte ich sogar vergessen, den Eco-Modus auszumachen. Der ist ja immer eingeschaltet. Das ist, Eco-Modus heißt ohne Permanent Brain. Ist energiespartechnische Gründe, hat das, falls man das auf Batterie laufen lässt. Ist ja immer nur 120 MHz Gerät hier. Also ist schon gefühlt so müsste das doch sein wie der Chess Genius damals, der 68.000 oder 32-Bit Chess Genius von Mephisto, nur eben mit 120 MHz.
Und wie gesagt, das Einzige, was mich daran stört, ist dieses schwergängige Drucksensorgerät. Wenn das Magnetsensoren hätte mit LEDs, dann wäre es wirklich ein schönes Gerät. Jetzt Turm schlägt, das ist so ein bisschen gefühlt wieder Mondial. Mephisto Mondial, der hat ja auch Drucksensoren. Oder sagen wir eher wieder Mirage. Der hat ja auch Drucksensoren, aber keine LEDs. So irgendwie sehen diese. Ich glaube, das war gefühlt, wie es das die Partie da gewonnen hat. Ja, wäre nicht auch Turm A5 schlägt gegangen? Der Bau ist ja gefesselt. Dame Schach wieder und der König zieht wieder beiseite und der Turm zieht AB6. Der B-Bauer möchte gerne geschlagen werden. Turm D3, Dame E4, droht doch eigentlich wieder Turm H5 schlägt Schach. Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Und die Dame deckt das ja auch, also droht es nicht, nur in den Buskopf. Das Ganze wird jetzt immer aktiver gestaltet hier für Weiß. Schwarz hat eigentlich kaum noch Gegenspiel. Dame F3. Ja, und Dame schlägt und Dame C4 und jetzt geht's los hier die Randale. Es wird hin und her gezogen und her und hin. Dame H4 wieder. Dame D5. Ja, es müsste die Partie sein, die der Genius gewonnen hat. Turm G3. War ja Schach. Und Dame B4. H3, I don't know why. H3 jetzt unbedingt notwendig war. Ja, C7 geht ja sowieso nicht, weil einfach geschlagen wird. Wahrscheinlich ist es wieder dieses Warten auf Fehler, obwohl Turm jetzt drohte ja das Vorziehen. Ich glaube nicht, dass Turmschach gedroht hätte. Also damit die 7 Schach und Bauer schlägt und dann, ja, die Umwandlung quasi. Turm nach D3, es bleibt spannend. Doch, das ist die Gewinnpartie für Weiß. Das ist die Partie mit dem Damenmanöver, wo hinterher Dame F7 Schach und der Bauer dann zur Dame umgewandelt wurde. Der Bauer muss natürlich gedeckt werden, ist das doch der einzige Trumpf. Weiß nicht, ob hier man theoretisch auch hätte B4, B3 ziehen können, einfach straight den Bauern vorwärts. Aber es droht ja auch Dame E8, das ist das Problem. Und dann kann der Bauer zu Dame umgewandelt werden. Weißt du, ich sehe gerade, das Video ist noch nicht mal lang, das wird wahrscheinlich auch gleich folgen. So, wir warten noch etwas, jetzt kommt... Ja, droht die direkte Umwandlung, droht aber auch Dame F7 Schach und dann Dame E8 und dann war es das. Ja, und ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Also Rebell X mit 18 MHz auf Level 4 verliert gegen Chess Genius Pro von Millennium auf 15 Minuten für die ganze Partie. Ich glaube, ich hatte sogar noch Eco.